19 Goldsammler. Müsste gerne immer 200 Einheiten von weg, wenn wir noch die Strafe bezahlen müssen. So, 10 Einheiten noch. Das sind alles noch Toxoten, sehr gut. Zack. Und den nächsten. So. Okay, dann warte ich jetzt nur noch, bis die fertig sind. Und dann gehen wir mal guten Tag sagen. Bin mal gespannt, wie er reagiert. So, ich will mal kurz rüber. Achso, die rennen ja immer rüber wegen den anderen Idioten, wo die angelatscht kommen. Naja. So, 4 Stück noch. Und dann haben wir es. Plapp. So. Dann können wir direkt 3 Quests rausschmeißen. Die Homer-Quest ist ja die letzte von dieser Dreier-Serie, die wir angefangen haben. In der letzten Folge, dann können wir direkt 3 hintereinander raushauen. So. Jetzt haben sie einen gekillt. Aber gut, wegen dem einen fange ich jetzt nicht an, um einen aufzubauen. So, 56, 61, 66, 72, 102, 131 Einheiten haben wir jetzt. Na, kannst du noch mal sehen lassen, ne? Würde ich sagen. So. Dann mach die doch mal kaputt hier. So, da haben wir die Elite-Wachen und da haben wir den Häuptling. Ja, viel hält leider nicht aus. So. Dann haben wir die ganzen Elite-Wachen mal platt. 4, 5, 6, Elite-Wachen erledigt. So, jetzt müssen wir das Ganze wieder koordinieren. Sonst rennen wir wieder planlos durch die Gegend und attacken alles, was kommt. Erledigt. Homer und die Wachen haben wir erledigt. So. Dann machen wir die Tür mal drauf, Zentrum, dann können wir da uns in Ruhe um den ganzen Rest kümmern. Aber das sind erstmal die wichtigsten Dinger hier. Hat eigentlich schon Schaden. 35,7. 39. Okay. So, zack. Und jetzt machen wir das Dorfzentrum platt. Dann können wir hier ganz gut aufräumen gehen. Das war jetzt aber auch gar nicht so schwer, ne? Hat jetzt auch nicht so lange gedauert. Ich dachte, das würde länger gehen, ne? Gerade weil es der dritte Teil war. Guck mal, so schön hier im Ring stehen, da. Permanentes Bombardement. So. Ist ja direkt 2 Missionen hintereinander erledigt. Sehr gut. So, jetzt machen wir nochmal an das Blatt hier, wie es gehört, in alter Manier. So. Zack, hier weg damit. So. Felder, alle platt machen. Machen wir wieder wie üblich, alle Felder platt, die ganzen Gebäude hier wegnehmen. Kisten nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Jetzt haben wir 2 direkt beieinander. Eine leichte und eine schwer bewachte haben wir noch da hinten. Schwer bewachtes Zelt sogar. Also dann haben wir mehrere Kisten, dann macht das wirklich gut. Und es hat sich ja doch wieder mal gelohnt, die ganzen Kisten mitzunehmen. So, jetzt guckst du mal, jetzt hat er uns über 50 Einheiten hier platt gemacht. Das ist ein Wort auf jeden Fall. Da wird es richtig was auseinandergenommen hier. So. Okay, koordinieren wir das Ganze mal ein bisschen. So. Erstmal die ganzen Hütten, dann kann er den Fuß mal alles nachschicken. So. Zack. So. Dann die ganzen Kisten wieder plündern. Erledigt. So. Naja, die ganzen Kisten. Eine einzige. 2 haben wir bis jetzt zum Plündern. Okay. So. Das ist noch ein gegnerisches. Ja, gut, das eine Lager aus, das macht jetzt nichts. Aber hier ganzen Buden machen wir mal noch platt.
Da hat auch nochmal ein Wachturm stehen. So. Machen wir den auch noch Platz hier. Ein paar Hütten noch hier. Dann nehmen wir das Zelt mal auseinander. Dann gehen wir mal die Missionen abgeben. Jetzt macht dann auch schon wieder bald eine Aufnahmepause. Jetzt haben wir zumindest mal die Missionsreihe hier erledigt. Also für Level 9 sollte es auf jeden Fall reichen, da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Es sind jetzt zwei Missionen, die wir abgeben können. Allein für die eine gibt es ja schon 5000 Erfahrungen. Also die Level 9 haben wir auf jeden Fall erreicht dann damit. So. So, ich will jetzt unbedingt wissen, wie viele Kisten da rauskommen. So, zack. Ledig. So, jetzt können wir zugucken, wie die Zahlen schwinden. Ne? So, alle erledigt. Guck mal. Vier Erfahrungspunkte für ein Dorf gefunden. Na, sehr klasse. So. Damit. Gehen wir aber auch nur noch schnell weg. Ich will ja in Ruhe Kisten plündern können. So. Ich will mal kurz hier. So, drei Kisten. Na, sehr schön. So. Okay. Dann gehen wir mal zur Missionsstadt zurück. Dann können wir mal direkt jetzt drei Quests raushauen. Dann schauen wir mal. So. Ansturm des Homer. Achso, warte mal. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn fertig hier? Da. So, ein Objekt wählen. Sichtweite, Geschwindigkeit, Schaden. Kosten plus 1%. Geschwindigkeit, Schaden. Nehmen wir das mal. Danke. 200 Gold plus Kiste haben wir so oder so gekriegt. Halte die Augen. Schatzboden. Na, wegen 70 Punkten meinst du nicht. Aber gut, wir kriegen ja noch mehr. So, Stufe 9. Sehr schön. So, der hat noch die Davies mit den Tickets. Das ist die Handwerker-Quest. Die Arbeit erledigt sich nicht von allein. Das ist auch eine wiederholbare. Kannst du Equipment fragen, aber das lohnt sich jetzt nicht wirklich. So, jetzt können wir erstmal noch Technologiepunkte raushauen hier. Was haben wir denn noch? Meilensteine. Auf der nächsten Stufe kriegen wir einen neuen. Was haben wir da genommen? Ah ja, okay. Wirtschaft, Militär. Heldensarisophoroi. Heldentoxo, der Lebenspunkt der Schaden. Bams, rein damit. So. Beraterplätze kriegen wir. Zerlegt wir seine Währungspunkte. Ja, ja, das kennen wir doch alles. Brauchen wir erst noch Karten. Okay. So. Das dauert ja eh eine Weile, bis das fertig ist hier, ne? Genau. Eine halbe Stunde dauert eins. Achso, ja. Es ist ja jetzt fast eine Stunde, genau. So, jetzt gehen wir erstmal die ganzen Kisten plündern. Ne? So, Bewegungsgeschwindigkeit, Schaden. Oblet, was Pistol, Zote. Zack. So. Jetzt gucken wir mal, was wir da alles rauskriegen. Wieder ein Haufen Materialien. Yay! So, da haben wir nochmal drei Tiere. Zack. Das war ja für ein Prodromus. Ach, das sind gar nicht Speer. Okay. Sammeln alles 3,5% und Erstellungsgeschwindigkeit 4,5%. Zack. Renn damit. Können wir verhökern. So. Den können wir beiden geben. Na, nehmen wir mal den. So. Na, lohnt sich ja doch einigermaßen. Ägyptische Resistenz. Brauchen wir das ägyptische Kulturpaket, da unten brauchen wir das persische. Also, können wir erstmal auf Seite legen hier. So. Keine Einheit dieser Kultur.
Ah, ein Bogen, endlich mal. Toxote. Zergehe. Trieren. Reduziert's auch. Gehen wir mal einen Wachturm hier. Speer, Hyperspeed. So. Der Speer mal eins hier, der hat ja nur so Nacke schrocken. So, mal gucken, was haben wir denn hier noch drin? Können wir da mal noch was reinschmeißen? Wieder ein bisschen Platz hier. So, da haben wir noch Betonblöcke. Er richtet ja leider nur ein Dekolager aus, da habe ich ein bisschen gepennt. Aber naja, gut. So, das Erweitern kostet ja auch gleich wieder ordentlich Punkte hier. Naja. So. Dann hat das alles fertig. Mal gucken, was haben wir noch. Nicht mehr viel, ne? Zur Stadtreise. Gucken wir mal, ob die noch ein paar Quests haben. Ich glaub's aber fast nicht. So, da kommt halt ein bisschen schneller hier. So. Hallo? Bildwechsel? Da. Der hat auch bloß eine wiederholbare Daily. Sonst hat er auch nichts. Auf nordischem Kurs Demo. Festungen zerstört 3. Okay, die kann man jetzt aber nicht irgendwo hurtig schnell machen. Das wäre jetzt die nächste Mission, die wir machen könnten. 9000 Erfahrungspunkte. Co-Partner wird gesucht. Ah, okay. 9000 Erfahrungspunkte, hey, da kommen wir ja gar nicht weit mit. Mission Nachbarschaftshilfe, Hauptstadt. Sparta, Mykene, Prestigeinsel, Troja. Griechenland, okay. Was wollen wir noch machen können? Wir können mal eben zu unserer City zurück. Und können wir noch gucken wegen neuen Gebäuden vielleicht. Also Werkstätten und so Sachen. Vielleicht können wir noch ein bisschen was zusammenhaken. Wollen wir mal gucken. Sehr gegrüßt. Gehen wir es an. So, können wir da noch was Neues lernen. Ingenieurswesen. So, brauchen wir erst wieder Aufstieg hier, Karte, irgendwas. Unsere Forschungspunkte. So. Nee, ich wollte mal gucken wegen neuen Baurezepten. Wo war denn das? Ausrüstungshalle, Produktion. Das sind die Lagerhäuser. Das sind alles Blaupausen. Genau. Holzfäller, Maurer, Kirschner, Schmelzer, Landwirtschaft haben wir. Lagerhäuser könnten wir noch basteln. Hätte ich aber gerne größere. So klein kommen wir nicht weit, ja. Na gut, aber es wären 12er auf jeden Fall, ne? Die hätten wir schon mal. So, Pinienholzpresse, Bretter, Kupferbahn, Steinblöcke. Steinblöcke, Kupferbahn, Pinienholzbretter, so. Dann können wir die zweimal noch hintackern hier. Zacki. Und dann das nächste, zacki, so. Siehst du, dann haben wir schon wieder zwei Lagerhäuser mehr. Da können wir jetzt mal richtig was an Sachen sammeln. Und das können wir mal eben noch verhökern hier. Na, immerhin 33 Münzen. Das geht ja. So, das Zeug können wir mal da runterschmeißen. Ich hänge mal noch 8 Plätze hier rein. Dann können wir das nämlich auch hier reinschmeißen. Achso, weil es ein, ja. 30 Söldner. Vielleicht für eine stärkere Mission oder so. Oder wenn wir diese PvP-Mission machen da. Müssen wir mal gucken. Vielleicht können wir die da mal rein, mit reinschmeißen. Dann haben wir ein bisschen Militär am Anfang schon mal. Weißt du, wir haben es ja gesehen. Wir kriegen da ziemlich schnell dick auf die Schnauze.
deswegen, ja. Alle Gegenstände laden. Kulturpakete. Okay. So, Erweiterungen. Ah, guck mal, neue Missionen und so Sachen. Okay. Funktionen, Währungsgewölbe haben wir. Das sind nur die Pakete und das ist alles hier. Das haben wir ja aber alles schon. Viel gibt's ja hier nicht. Was haben wir hier noch? Da gibt's noch ein paar Einheiten. Verstärkungen, aber mehr auch nicht. Da kriegen wir nicht viel zusammen. Da wir noch ein großes Lagerhaus holen können. Naja, gut, egal. Können wir den Punkt noch ein bisschen aufheben. Gut. Wenn wir das soweit mal fertig, dann gucken wir mal nächste Mission. Machen wir das mal mit dem Nachbarschaftsdorf hier. Vielleicht kriegen wir da auch noch einen Coop-Spieler zusammen. Müssen wir mal gucken. Schauen wir mal. Das sehen wir in der nächsten Mission. Auf jeden Fall haben wir jetzt drei Missionen direkt mal weggeschafft. Und ich würde sagen, das war's dann auch schon wieder für diese Aufnahme. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Schaut euch nicht so wimmel an. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Habt euch wohl und macht gut. Tschüss.